Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Wir waren dabei, dass wir hier wieder aufgewacht sind, weil wir den Campbell umgebracht haben. Dann waren wir bei den Kaisertreuen. Und die haben uns gesagt, wir können uns ausruhen. Das haben wir hier getan. Haben hier schön gepennt. Sind jetzt wieder aufgewacht. Dann haben wir uns erstmal eine Flasche Whisky genehmigt, die vor die Wand geklatscht. Ja, und dann können wir mal gucken, was wir jetzt machen können. Wir können hier zum Beispiel durchgehen und nach unten gehen. Wir können auch übers Dach abhauen, aber wir gehen einfach mal nach unten. Und gucken mal, was wir als nächstes machen können. Jetzt können wir mal hier so das Herz in die Hand nehmen, mal gucken, ob wir noch irgendwelche Runen finden. Zum Beispiel in 34 Metern gibt es da welche. Da können wir mal versuchen, gleich hinzukommen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal dieses Gebäude verlassen. Hallo, ihr beiden. Sie haben Glück, dass ich sie nicht hinauswerfe. Glück. Ohne mich würde hier alles in 10 Minuten auseinanderfallen. So, wo sind denn die Runen? Auf der anderen Seite, na super. Sie können mich sowieso nicht entlassen. Ich habe heute früh die Bücher studiert und dort 5 ihrer Fehler entdeckt. Dann so einfach mal rausgehen. So, die Runen scheinen in diese Richtung zu sein. Ich kenne das Golden Cat, nicht als Kunden, verstehst du? So, die werden wir doch wohl finden. Die holen wir uns jetzt einfach mal zwischendurch. Wo wir gerade nichts zu tun haben. Wo sind die denn? Okay. Irgendwo da unten. 12 Meter und 10 Meter. Die beiden Runen will ich. Ich will die haben. Wie komme ich da hin? Oh, Erz, das nehmen wir mit. 20 Münzen, okay. Gehen wir hier hoch. Ist hier irgendwie ein Eingang da runter? Nee, ne? Einfach mal ein bisschen klettern. Das sieht nicht so gut aus. Schade. Ich hatte gedacht, hier läuft vielleicht eine Ratte rum und ist irgendwo ein Loch, dass man da durch kann. Aber scheinbar ist das nicht so. Da muss man wahrscheinlich irgendwie anders hinkommen. Irgendwie gibt es da oben wahrscheinlich noch einen Geheimgang. Machen wir mal hier die Tür jetzt mal zu. Da kann man noch hochklettern. Wir wollen aber noch ein bisschen tiefer runter eigentlich. Da geht es doch runter noch. Aber da kommen wir auch nur beim Hafen raus. Das nützt uns auch nichts. Vielleicht können wir hier in dieser Werkstatt runtergehen, aber das ist die gleiche Tür nur von der anderen Seite, ne? Ja, okay. Der Kerl ist auch nicht da, dass ich hier was an meiner Maske reparieren lassen könnte. Oder was neu machen könnte. Nein. Oh, da ist er. Hallo. Calvo, mein Freund. Ja. Brauchen Sie Waffen? Ja. Oder Munition? Ja. Soll ich etwas für Sie herstellen? Ja. So. Ja, alles nur das üblichen Mist. Nichts Neues. Nee, so, dann brauche ich nichts. Schade. Tschüss. So, wir gucken mal, wo es hier oben bei ihm rausgeht. Und natürlich auch verschlossen. So, dann gehen wir mal hier oben rum. Geht schneller, als da wieder durchzurennen. Wir suchen immer noch, versuchen diese beiden Runen da zu kriegen. Kann eigentlich nicht so schwer sein, dachte ich. Aber scheinbar ist es schwieriger, als es aussieht. Okay. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal zum Admiral. Der sich wahrscheinlich irgendwo in so ein Gebäude aufhält. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, Entschuldigung. Das, toll, ich bin doch gerade jetzt runtergekommen. Na gut, gehen wir dann wieder hoch. Wie kann ich denn da rüberkommen? Der Himmel ist in der Richtung, okay. Da ist er ja. So, da bin ich. Hallo, Corvo. Hallo. Martin wird bald zu uns stoßen. Das ist gut. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber... Die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Da will ich ja eh hin. Ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Na lecker. Es wäre gut, wenn sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier, der Schlüssel für die Luken. Ja. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen. Nö. So, dann kann ich eben nicht runter, kann ich auch die beiden Runen finden, die ich sowieso schon gesucht habe. Ui! Hallo! So. Dann nehmen wir nochmal das Herz in die Hand. Dann gucken wir uns mal um. Da.
schön in der Kanalisation, gefällt mir. Die Tür ist zu. Na, das klingt ja gut hier. Das war schon. Yep. So. Tada, eine Rune. Und noch eine Rune. Wo ist sie denn? Ah, zwei Runen mehr. Das ist ja schon wieder gut. Dann können wir eigentlich mal in das Runending reingucken. Wie macht man das nochmal? Ich glaube, das war hier irgendwie J war das, ne? Kräfte. Was haben wir denn? Drei Runen haben wir. So. Schnelle Fortbewegung. Schnellere Fortbewegung über längere Distanz können wir zum Beispiel machen. Wir könnten die Vitalität erhöhen. Das ist doch schon mal gut. Mehr Leben ist immer gut. So. Ist hier unten sonst noch irgendwas? Oder wo müssen wir hin? Dann können wir hochgehen zum Admiral. Was machen wir doch? Haben wir zwei Runen gefunden? Die wollten wir eh schon suchen. Das war ja praktisch. Haben wir genau das gemacht, was wir machen wollten. Irgendwie. Hat das geklappt? Was ist hier für eine Tür? Okay, da gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Da gucken wir nach oben, da gehen wir gleich lang. Erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Vielleicht übersehen wir ja noch irgendwas Schönes. Zum Beispiel verarbeitetes Walöl. 30 Münzen wert. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, dann klettern wir mal hier hoch. Gucken wir mal, wo wir gleich rauskommen. Oh, da ist ja jemand. Sie sind unten gewesen? Ja. Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Ja. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Ja. Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Okay. Sie wollen Sie sprechen. Alles klar. Bringst du mich hin oder muss ich alleine den Weg finden? Achso, ist nicht so weit. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Ich blick gerade nicht mehr durch. Doch, ist doch alles gut. Weiter geht's. Wir haben gerade angefangen. Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Kein Problem. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Sehr gut. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Ja. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Okay. Ja, die Pendletons müssen sterben. Okay. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Kein Problem. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Begib dich zur Golden Cat. Na klar. Animiere die Pendletons. Ja, gut. Triffschiffler sammeln beim Angeln. Destillier Bezirk. Alles klar. So. Dann machen wir das nochmal schnell hier, ne? Da raus. Hallo. Corvo, auf ein Wort. Ah, komm. Erzähl. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Okay. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Danke, den Auftrag haben wir eh schon. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lord Regenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lord Regenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Okay. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, sehr wohl für ein Spiel spielt. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Ja, ist klar. Geschützt die Stadtwache, wer interessiert das denn? Den mache ich auch mit fertig. Oder wollen wir diesmal ein bisschen mehr schleichen? Ich glaube, diesmal schleiche ich ein bisschen mehr.
Ja, komm hier, gib Gas. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ja, bin soweit. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Wo ich mal recht überlege? Soweit sind. Ich warte auf Sie. Ja. Ich werde mir noch ein paar Betäubungspfeile kaufen gehen, wenn ich mal ein bisschen schleichen will und nicht so viel umbringen will. Dann brauche ich auf jeden Fall Betäubungspfeile. So, da ist er doch schon. Komm her. Corvo, mein Freund. Jo. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Munition. Soll ich etwas für Sie herstellen? Munition würde mir reichen. Zeig mal an hier. So, Betäubungspfeile. Kosten 30. Okay, dann nehme ich mal 10 Stück von mit. So, alles klar. Was haben wir noch? Ne, den Rest brauchen wir nicht. Mana-Elixier, Für 100, was hast du denn noch? Ah ja, komm, hier, das reicht. Ich bin ein reicher Mann, danke. So, tschüss. Ist wohl nicht ganz billig, wenn man unaufmerksam... wenn man nicht auffallen will. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie so... Ich bin bereit. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Gut, dann fahren wir los. Ah, die schöne Maske. Ein Segen oder ein Fluch, die Maske. Man weiß es nicht. So, dann fahren wir mal ein bisschen Schiff und er erzählt uns mal wieder irgendwas. Ich werde Sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen. Das ist nett. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Jo, das ist der kein Eingang Problem. Ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Jo. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist ja Gebiet. Cool. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Oh ja. So, passen dann Sie auf. Ich passe auf. Ja, das ist klar. Die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Okay. So, dann gehen wir mal da durch und gucken mal, wie wir da hinkommen am besten. So. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Ja, und? Oh, was ist denn das da oben? Ist das die Sonne so hell? Oh, schrecklich. Okay, da ist noch ein Turm, der alles abschießt. Sollen halt mehr Ratten und Weine auftauchen. Und wen interessiert das? Upsi, da ist ja einer. Lalala, wie kann ich den noch umbringen? Ich muss ja nicht, Steuerung links. Nö, so. Dann machen wir das mal. Nicht, dann machen wir mal hier bewusstlos. Tschüss. jetzt habe ich ihn ja ins Wasser geschmissen, ne? Und er war bewusstlos. Er säuft ja jetzt. Oder schwimmt er so, dass er noch Luft kriegt? Er ist tot. Der Kopf ist weggeflogen, hallo. Aber ich habe den nicht umgebracht, oder? Das ist doch ganz klar nicht meine Schuld. Hm. Das Ding macht immer Geräusche hier. So, dann machen wir weiter so. Also bis jetzt kein umgebracht. Das ist schon mal ganz gut. Schon mal besser als jede andere Mission. So, wo ist denn dieser komische Turm? Wir drücken mal einmal F5, bevor irgendwas passiert. Okay. Hier gibt's kein Haar. Okay, der Turm schießt auf alles, würde ich mal behaupten, ja? Das heißt, wenn ich aber direkt am Turm dran bin, kann der mich wahrscheinlich nicht sehen. Ach ja, komm, du bist zu weit weg. Steuerung links. Ja, ja.
muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ah, ich muss weg. Tschüss. Tschüss. Oh, ich hab kein Heiltrank dabei, das ist ja gut. Okay. Das war nicht so gut. Gut, dass ich gerade eben gespeichert habe. Letzter Speicherpunkt. Ich überlege gerade, jetzt müsste ich so. Ja, fahr noch mit dem Schiff wieder rüber und dann würde ich die Aufnahme gleich wieder beenden. Das kann man ja nicht überspringen. Ich kann auch die Aufnahme jetzt schon beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.